Es ist ungewöhnlich ruhig für den September. Oder ist das vielleicht die Stille vor dem Sturm? Ein müder Mars und starke Frauen und Diplomatie, das erwartet uns im September. Ich werde jetzt auf diese Punkte genau in diesem Video eingehen und du kannst gespannt sein auf die Botschaft am Ende dieses Videos von den Luminea-Engeln. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirayana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und dies ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Wenn du dich dafür interessierst, der Link ist unter dem Video. Ja, und jetzt kommen wir zum September. Der September gibt uns Raum für Reflexion und eventuell für einen Richtungswechsel. Ich werde es euch genau erklären. Es ist auch ein müder Mars gerade im September gängig und gibt starken Frauen ganz viel Kraft und es erwartet uns auch noch eine Diplomatie, die eine wichtige Rolle spielen wird. Am 4.9. ist der Jupiter und Stier rückläufig und das geht bis zum Ende des Jahres. Der Löwe und die Venus werden direktläufig und die Venus hat, da sie jetzt direktläufig ist, so richtig Lust auf ein Abenteuer. Die Venus ist also im Liebesleben, im Vergnügen sehr aktiv und möchte also ja feiern ohne Ende. Und das kollidiert so ein bisschen mit dem Jupiter, der eher zurückgezogen ist, der jetzt noch mal von nichts was wissen möchte. Und so kollidiert das und so kommt auch diese ungewöhnliche Ruhe, diese Stille zustande. Also die beiden blockieren sich gegenseitig. Der Jupiter geht sozusagen allem ein bisschen aus dem Weg. Was dazu kommt, sind materielle und spirituelle und sinnliche Bedürfnisse. Die materiellen Bedürfnisse, das heißt also, jeder will mehr haben, mehr Geld, mehr Fülle. Was das alles mit dem Geld zu tun hat, da komme ich nachher noch mal drauf. Und die Venus hat natürlich auch diese vielen sinnlichen Bedürfnisse, die irgendwo gestillt werden sollten. Die Bedürfnisse sind aber auch auf Reichtum und Fülle gerichtet. Und vor allen Dingen, wie man diese Fülle bekommen könnte. Da werden viele Gedanken im September wach werden. Man wird sich damit beschäftigen, wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie könnte ich etwas besser verkaufen? Also alles, was mit materiellen Dingen zu tun hat und mit Geld, ist sehr im Fokus im September. Und besonders am 15., wo der Neumond in der Jungfrau ist im September, wird unser Fokus nochmal ein bisschen auf die Unterstützung von armen Menschen, von bedürftigen Menschen gerichtet. Und es kommt ein Fokus auf die neuen Heilenergien, nochmal ganz direkt. Und zwar geht es hier um die Luminea-Heilenergien, die durch den Neumond nochmal eine richtige impulsive Ausrichtung bekommen. Und es werden auch, das soll ich euch jetzt schon sagen, von den Luminea-Engeln, diese Kristalle, die wir im Webinar hatten, werden mit neuer Energie aufgeladen, und zwar mit der Energie der Fülle. Der Fülle im positiven Sinne. Und das ist wirklich etwas Wundervolles. Da freue ich mich drauf. Was auch noch mitschwingt in diesen Energien, ist die Neuverteilung des Reichtums. Das ist jetzt etwas, was wir im Außen betrachten sollten. Diese Neuverteilung des Reichtums, das heißt, es entsteht eine Konfliktenergie in den Regierungshäusern, sage ich mal so. Dort geht es um die Umverteilung des Geldes. Dort könnte es Streit und hin und her geben, wo das Geld hin soll, wo das Geld herkommt, vor allen Dingen, was damit gemacht wird. Also da könnte es einige Konflikte geben. Wir werden es erleben. Und es kommt sogar zu Abrechnungen und zu viel Geld hin und her, Rechnerei sozusagen und Streit. Streit um den Geld auf jeden Fall, um das Geld.
Am 23.09. haben wir dann die Tag- und Nachtgleiche. Das ist so der Ausgleich, so eine, da ist ja, sind ja Tag und Nacht gleich lang, bevor dann wieder die Tage leider kürzer werden, dass wir dann in diese Winterzeit so langsam hineinkommen. Da ist also diese Tag- und Nachtgleiche. Und das heißt also, das ist die Zeit der diplomatischen Lösungen. Das bedeutet jetzt auch, der Mars hat weniger Power und dadurch haben wir die Chance, alte Konflikte nochmal neu zu betrachten und vielleicht in eine neue, bessere, lösungsorientierte Richtung hineinzulenken. Das betrifft jetzt sowohl uns persönlich, aber auch zum Beispiel die aktuellen Kriege, die hier auf der Erde geschehen. Also das ist jetzt diese Sache mit dem Mars, der hat einfach zu wenig Power und das ist eine Chance, um eben neu zu verhandeln. Dann bekommt auch ab diesem Zeitpunkt die weibliche Energie viel mehr Kraft. Also liebe Frauen, ihr werdet Mitte, Ende September in eine Kraftwelle hineinkommen. Und ihr könntet also für euch entscheiden, die Führung mal zu übernehmen, wenn da irgendwo was ansteht, wo es Konflikte hin und her gehabt hat. Das ist die Chance, um da noch mehr in die weibliche Kraft hineinzukommen. Und wer vielleicht das Andromeda-Buch schon gelesen hat, dort ist auch genau erklärt, dass ja die Frauen auf Andromeda, also die weiblichen Wesen, mehr Kraft haben, als wie wir es kennen. Und dass die männliche Energie auf Andromeda eher mehr in die weiblichen, also eher meditiert und einfühlsam ist. Also dort ist es genau anders. Und von daher gibt das alles dem Ganzen so ein bisschen Schwung. Und man könnte sich vorstellen, dass man dann genauso eine Kraft wie Maimedana hätte, diese intelligente und sehr schöne Kraft, die sie hat, um uns ja zu führen. Und es sind auch in dem Buch ja ganz, ganz viele Übungen, die uns leiten, helfen und unterstützen, ihr Lieben. Also die weibliche Kraft, nutzt eure Chance, wenn ihr da irgendwie was vorhabt. Dazu kommt, dass wir eine sehr kreative Zeit Ende September erleben. Das heißt, wo wir neue Impulse auch in unsere Beziehungen bringen können und dort sich was neu regeln könnte. Das Gleiche gilt aber auch in die Beziehung in unseren Führungshäusern, sage ich mal. Da ist also auch möglich, dass man sich dort neu ordnet, neu um, neu denkt und vielleicht ein bisschen frischen Wind dort hineinbringt. Die Chancen stehen gut, sagt die Astrologie für Ende September. Und sie sagen auch, die Sterne, wer jetzt den Mut hat, also Ende September, neue Wege zu gehen, der wird gewinnen. Das sagen die Sterne. Und das könnt ihr euch überlegen, inwieweit ihr das für euch nutzen könnt, welche Wege ihr gehen möchtet. Vielleicht möchte ja auch der eine oder der andere Smarana-Partner werden. Das wäre auch ein ganz neuer Weg, um mal hinauszugehen, sich zu zeigen und anderen Menschen zu helfen, als sich einfach spirituell selbstständig zu machen. Das sind Energien, die Ende September sehr unterstützend sind. Und von daher überlegt euch, welches Ziel ihr habt, was ihr gerne machen möchtet. Das ist auf jeden Fall eine wunderbare Basis für etwas Neues, natürlich auch in der Paarbeziehung, in der Zweierbeziehung oder in der Familie. Da ist auch also die Möglichkeit gegeben, dass man sich auf einer neuen Basis einigt und dort dann eine schöne Art des Zusammenlebens neu erfahren kann. Diese Energien, die sind einfach da und die sollten wir auch nutzen. Das heißt also, wir haben möglicherweise, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, einen Richtungswechsel. Ja, es kann sich ja viel, viel, viel ändern. Es fängt ruhig an, dieser September. Es ist tatsächlich die Stille vor dem Sturm und es kommt darauf an, wie jetzt jeder persönlich für sich die Energie nutzt, um dann eben dieses neue Selbst herbeizurufen. Und jetzt freue ich mich schon sehr auf die Botschaft der Luminea-Engel. Und ich werde mich vorher einsprühen mit der Luminea-Energie und werde euch noch zu diesem ganzen Geschehen jetzt gleich eine schöne Botschaft überbringen, gerade für die Stärkung der weiblichen Kraft. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei.
Geliebte Herzensmenschen, voller Freude und Liebe treten wir vor dich hin und kommen zu dir in deinem Raum, wenn du es erlaubst. Wir, die Luminärengel, senden dir den Segen des Lichtes, der Elohim, um dir zu sagen, du bist das Beste, was die Erde trägt. Um dir zu sagen, glaube an dich und deine Impulse, glaube an deine Gefühle, denn das, was du fühlst, ist, wenn es aus deinem Herzen kommt, die Sprache deiner Seele. Und diese Sprache trägt die Energie des Lichtes und der Wahrheit. Und so ist, wenn du auf deine Stimme, auf deine Seele hörst, ein Weg voller Fülle vor dir. Und wenn du möchtest, werden wir dich, die Luminärengel, sehr gerne begleiten. Und so möchten wir dich heute in ein Energiefeld hineinführen, in ein Energiefeld, was deine Kraft stärken wird, in ein Energiefeld, was dir deine Intuition, deine Kreativität und deine Visionen stärken wird. Und wenn du bereit bist, mit uns diesen Weg zu gehen, dann gib uns jetzt ein innerliches Ja. Und wir nehmen dieses Ja und führen deine Seele über die Linien der Zeit hinein in dieses wundervolle Feld, was wir extra für dich kreiert haben. Und so geschieht alles mit einem tiefen Atemzug. Und du spürst, wie du getragen wirst von der Liebe und von dem Licht in diesen wundervollen energetischen Raum. Und so mach es dir hier jetzt gemütlich und empfange unsere Botschaften, unsere Liebe. Denn wir werden jetzt uns ganz sanft und liebevoll um dich kümmern. Und dies geschieht ohne Worte, aber in tiefer Liebe. Und so genieße jetzt die nächsten Momente, in denen wir eng miteinander verbunden sind. Und so haben wir die Töne deines Namens gesungen und jeden Ton in unsere Liebe gebettet. Und so haben wir deine Fähigkeiten in unsere Liebe gebettet. Und so haben wir dir Bilder und Worte und Botschaften gesandt, um dir zu sagen, was gut und wichtig für dich ist
oder um auch einfach nur zu sagen, wie lieb wir dich haben. Und so sind wir dankbar, dass dies heute geschehen durfte und tragen deine Seele voller Liebe wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Mit einem tiefen Atemzug kommst du wieder bei dir an und wir stehen um dich herum versammelt. Wir schauen dir in die Augen, um zu sehen, ob du das Leuchten trägst, das Leuchten deiner Seele, die aus deinen Augen lächelt, um zu sagen, danke für das, was gerade war. Danke für das, was ist. Und danke für das, was kommt. Und so verneigen wir uns vor dir in tiefer Liebe. Wir werden für dich da sein. Sobald du uns rufst, sind wir an deiner Seite. In tiefster Liebe und mit dem Segen des Lichtes, der Luminea-Engel, verabschieden wir uns von dir. Und so danke ich den Luminea-Engeln so sehr für diese Botschaft, für diese aufbauende Botschaft, die uns hilft, in die Mitte zu kommen, die uns hilft, durch das Leben zu gehen und uns diese Gewissheit gibt, dass wir nicht allein sind, dass die Engel da sind, sobald wir sie rufen. Ja, und du nutze die Gelegenheit jetzt im September, dich vielleicht selbst zu verwirklichen, einen neuen Schritt zu tun, um genau das zu tun, was deine Seele sich schon so lange wünscht. Und so darf ich dich umarmen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann darfst du es teilen, darfst mich abonnieren und auch weiterempfehlen. Ich wünsche dir eine schöne, leichte Zeit. Alles, alles Liebe. Bis bald.